herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch mit durch unseren halben Samstag, denn der ist jetzt eigentlich schon fast gelaufen. Und vielleicht noch ein bisschen morgen, dachte ich mir so. Denn ich wollte noch ein bisschen was für die Hochzeit basteln. Und ja, wir waren heute schon einkaufen. Und jetzt hatte ich gerade spontan Lust, doch noch einen Vlog zu machen. Ich hoffe, es interessiert euch und ihr bleibt dran. Denn wir haben bald die 5000 Abonnenten geschafft. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute jetzt was in diesem Vlog verlose. Denn ich denke, also wenn einer schon meine Vlogs guckt, dann guckt er mich wirklich gerne. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt euch eine kleine Freude, gebe euch die Chance, etwas zu gewinnen. Und ja, vor einigen Wochen hat mich die Schmuckbox angeschrieben und mich gefragt, ob ich nicht deren Schmuck testen, vorstellen möchte. Und da habe ich ja gesagt, dass ich das gerne mache, dass ich mir das anschaue. Und ich dachte mir, ich verlose das Ganze jetzt einfach an euch. Ich schreibe euch auf jeden Fall nähere Infos zu dem Shop. Der ist nämlich ganz neu. Und ja, deswegen schreibe ich euch den Link unten rein, damit ihr da auch gucken könnt, ob euch da noch was anderes gefällt. Das ist die Nur für dich Box. Das ist so eine Schmuckbox, die kann man quasi als Abo-Box bestellen. Und ja, heute verlose ich diesen Inhalt an euch. Und ja, das ist super, super, super süß aufgemacht. Alles in kleine Organza-Säckchen gepackt. Finde ich super, super schön. Und ja, ich hoffe, ich mache einem von euch da draußen eine kleine Freude damit. Einmal könnt ihr gewinnen auf jeden Fall so ein, ja, wie so ein weißes Lederimitatband. Hier steht dann Love drauf. Oder so Herzchenohrringe. Dann so türkise Ohrringe. Auch alles super süß eingepackt, wie ich finde. Und dann noch so eine Goldkette, Herzgoldkette. Genau, diese vier Schmuckstücke könnt ihr gewinnen. Weiter verschenken, was auch immer. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich lediglich, schreibt mir einen Kommentar hier drunter, einen lieben Kommentar oder irgendwas, was euch interessiert oder gerne Videovorschläge. Genau, schreibt mir doch einfach mal rein, was wollt ihr als nächstes sehen. Und ich würde sagen, das Gewinnspiel endet, wenn wir die 5000 Abonnenten erreicht haben. Das ist noch circa aktuell 200 Abonnenten entfernt. Das kann ein paar Tage dauern, ein paar Wochen dauern. Kommt drauf an, das ist bei mir echt ein Kommen und ein Gehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid, dass ihr in diesen Vlog geklickt habt. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehme ich euch einfach noch ein bisschen durch meinen Samstag mit. Wir haben hier eine ganz, 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 ganz faule Schlafmütze. Jemand, der ganz müde ist, da auf der Couch und einfach nicht aufstehen will. Hallo. Monsieur will gleich Fußball gucken gehen, oder? Gehst du oder gehst du nicht? Ja, und ich habe nämlich ein paar, genau, ich habe mir endlich Eddings besorgt und ich war noch bei Mac, denn, aber warte, erst zeige ich euch die Eddings, die sind hier nämlich mit drin in der Tüte, weil ich ja noch basteln wollte für die Hochzeit. Ich habe ja so ein kleines Violentchen gemacht. Und ich habe einmal so einen rose-goldenen Edding gefunden. Fand ich irgendwie total cool. Bin ich mal gespannt. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ob ich mit rose-gold schreiben soll oder nicht. Einen weißen und einen schwarzen wasserfesten. So für die Gästeliste und so. Und ich denke, ich mache mal gleich so einen Prototypen von der Sitzplatzordnung. Dann zeige ich das euch auf jeden Fall gleich. Und was ich ja noch gemacht habe, ja, ist die Girlande hier. Hier ist so ein bisschen unsere Kroseecke. Das ist die Girlande. Auf die soll dann nachher, habe ich euch auch bei Instagram gezeigt, meine ich. Da soll dann nachher noch mit Schwarz auf jeden Fall Mr. und Mrs. drauf. Und das kommt dann ganz oben auf unsere Torte. Und ja, das wollte ich gleich noch schnell machen. Und wie gesagt, den Prototypen für die Tische. Und, ah ja, genau, das, was ich von Mac gekauft habe. Hier habe ich einmal, ich habe auch voll die geile Probe bekommen irgendwie. Und zwar das Liquid Glow von Biotherm. Voll die große Pulle. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Kann man unterschiedlich nutzen als Maske über Nacht, nur stellenweise. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Und dann habe ich noch Sun von Jill Sander bekommen. Mag ich auch echt gerne. Habe ich schon früher als Teenie mal benutzt. Und sogar noch eine Probe. Betty Barclay. Genau, so ein Parfüm.
Und ich habe mir gekauft von MAC, für die Hochzeit übrigens, ein Make-up. Mein erstes MAC-Make-up. Das ist die Pro Longwear Waterproof Foundation. Ich habe jetzt die Farbe NW20 und die sagte mir, ich wäre ein kühler Hauttyp. Ich habe es jetzt auch aktuell drauf. Sie hat es mir aber relativ unregelmäßig drauf gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass meine Liquid Camouflage von Catrice tatsächlich zu dunkel und zu warm für mich ist. Ich muss mir also den noch helleren, die 010, holen. Obwohl ich mit der 020 sehr zufrieden war. Und ja, ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich das selber auftrage hier zu Hause. Denn ich möchte mich tatsächlich selber schminken. Ich habe auch einen Look gefunden auf Instagram, den möchte ich dann selber ausprobieren. Das werde ich aber vorher noch hier zu Hause machen. Und ich habe mir noch einen Lippenstift gegönnt. Und zwar Kinda Sexy. Fand ich total toll, als ich den dann auch drauf gemacht habe. Fand ich, stand der mir sehr gut. Ich könnte das ja eigentlich gerade mal wieder auffrischen. Und das Display als Spiegel benutzen. Ja, ich finde den super schön. Irgendwie so voll der Alltagston. So, fertig. Herr Schmidt, sind Sie wach? Braucht sich gar nicht verstecken. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich mache den Prototypen. Und dann zeige ich euch das. Das ist voll einfach. Aber dann seht ihr schon mal, wie das ungefähr aussehen wird. So, ich bin fertig mit Basteln. Und fällt mir voll gut. Ich habe die Sachen auch meinen Mädels geschickt und auch meinen YouTube-Mädels. Und die finden das alle total süß. Und jetzt habe ich mich für Folgendes entschieden. Das wird die Sitzplatzreservierung. Das ist jetzt nur ein Prototyp. Mir ist auch noch das Glas kaputt gegangen. So doof. Jetzt muss ich den Bilderrahmen... Also es ist nur ein Bilderrahmen. Den hatte ich eh da. Da war nichts drin. Aber der wird es werden, sehr wahrscheinlich, weil ich die danach eh benutzen möchte. Und das ist jetzt nur ein Prototyp und auch die Schrift ist jetzt nicht ordentlich. Ja, so werden unsere Sitzplätze aussehen. Ja, halt einfach eine Landkarte aus dem alten T-Shirt. T-Shirt, danke. Ja, einmal eine alte Landkarte mit einem unserer Reiseziele für unsere Flitterwochen. Also ich habe jedes Ziel ungefähr, was wir so haben. Das kann ich euch jetzt eigentlich hier mal gerade zeigen. Wir werden halt jede Stadt, wo wir entweder landen, einen Zwischenstopp machen oder halt, was wir auch als Reiseziel haben in den Flitterwochen, haben wir halt quasi als Nummer. Einmal London, Basel, da kommen wir halt wieder an, ne? Da leben wir ja. Miami, Key West, Everglades, New Orleans, Orlando und die Bahamas. Also Bahamas ist jetzt sehr allgemein gehalten. Wir fliegen ehrlich gesagt exakt nach Nassau. Aber ich finde, Nassau hört sich so voll deutsch an irgendwie. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal eiskalt Bahamas geschrieben. Hört sich irgendwie besser an, liest sich besser und ja. Und das kommt dann halt, ja, so wie gesagt, an so einem Bommel dann hier in den Bilderrahmen. Und ich habe auch jetzt hier wirklich eine Karte rausgesucht, wo die Bahamas drauf sind. Ich habe dafür einen alten Atlas einfach geopfert, wo ich eh nicht mehr reingucke. So einen alten Schulatlas oder was auch immer. Ja, und guck, dass möglichst die Ziele mit drauf sind. Und ich finde das eigentlich ganz süß, so auf den Tischen. Ist mal was anderes und ein Hingucker. Und vielleicht sorgt das ja auch für Gesprächsstoff, wenn manche zusammen an einem Tisch sitzen, die sich nicht kennen. Und ja, das habe ich jetzt gebastelt. Und meine Tortengirlande ist fertig geworden mit Mr. and Mrs. Ich habe mir jetzt einfach im Internet so einen Schriftzug ausgesucht und habe den mit einem wasserfesten Edding selbst drauf gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen und kann mir das auf der Torte, die wir uns ausgesucht haben, sehr gut vorstellen. Das ist halt so, so könnt ihr es mal besser sehen, so ein Glitzerpapier und dahinter so rosa. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und muss das ganze Chaos jetzt erstmal gleich beseitigen. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade Bock auf einen Kaffee. Ich kriege nämlich so einen Down und ich nehme eine meiner Lieblingstassen, Ursula. Mal anmachen hier. Und ja, wir haben uns auch ein neues Gestell hier gekauft. Hier standen halt überall diese ganzen elektronischen Sachen rum. Jetzt hatte ich halt beim letzten Mal dieses Gestell bei IKEA gesehen. Robert nennt es immer liebevoll Vogelkäfig. Aber ich finde, das macht sich da irgendwie. Das Problem ist, wir konnten halt nichts in die Wand bohren, weil hier laufen gerade diese ganzen Kabel her. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde, wenn ihr wisst, wie das vorher aussah, sieht das wesentlich ordentlicher aus. Hier oben haben wir halt die Kapseln, den Zucker, den Filter und da einfach den Toaster. Den kann man sich ganz einfach hier rausholen. Und hier halt ganz simpel die Maschine. Und hier so mal von weitem. Ich finde, das sieht ordentlicher aus.
Ich habe mich jetzt mit meinem Kaffee auf die Couch verkrümelt. Und ja, ich habe den Laptop jetzt da aufgestellt. Ich sitze auf der Couch und mir ist langweilig. Und ich glaube, ich werde jetzt diesen Vlog schneiden und ihn jetzt noch hochladen. Und ja, ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Einschalten, an eurem Interesse. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.